Eine Oase am Rand der Großstadt, die Wümmewiesen im Osten von Bremen. Wertvoller Lebensraum, der besonderen Schutz braucht. Diese Flusswindung haben wir nirgendwo sonst noch in Norddeutschland. Wir sind hier im Prinzip in der Kernzone vom Naturschutzgebiet. Da sind 4 bis 5 Tiere, die bewegen sich auch ganz fleißig. Alles klar, ich geh los. Nasser Winter, trockener Sommer. Für die Naturschützer im Einsatz ein ganz besonderes Jahr. Hier sind normalerweise Wiesen und Weiden, doch im Februar heißt es Land unter. Das Naturschutzgebiet Borgfelder Wümmewiesen steht unter Wasser. Und das kaum 5 Kilometer Luftlinie vom Bremer Stadtzentrum entfernt. Die Wümme selbst verschwunden. Es ist ein außergewöhnliches Naturschauspiel, das jedes Jahr im Winter Mensch und Natur vor große Herausforderungen stellt. Was für die einen zum Problem wird, ist für andere überlebenswichtig. Viele Tier- und Pflanzenarten brauchen die jährliche Überschwemmung. Für sie sind die Wümmewiesen eine wertvolle naturnahe Wasserwildnis. Im Auftrag des Landes Bremen kümmern sich Naturschützer der Stiftung Nordwest Natur um das Gebiet. Katrin Hoffmann ist die Neue, sie stammt aus der Eifel. Es ist ihr erstes Winterhochwasser an der Wümme. Der Anblick, den finde ich schon sehr faszinierend. Ich finde es sehr schön. Vor allen Dingen, weil ich auch noch weiß, dass halt hier im Sommer die Kühe auf den Wiesen stehen und jetzt sind hier überall die Vögel und es ist wie so eine Seenlandschaft. Seit 1987 steht das Gebiet unter Naturschutz wegen des Artenreichtums gerade in der Vogelwelt. Besondere und seltene Arten leben hier, wie die Bekassine. Nicht nur der besondere Artenreichtum der Wümmewiesen begeistert die studierte Geografin. Die Nähe zu Bremen, also es ist ja ein Naturschutzgebiet, was in einer Viertelstunde ist man in Bremen in der Innenstadt. Und das ist schon beeindruckend, dass man so schnell hier draußen in der Landschaft ist, die sowas Besonderes hier, wie wir jetzt heute gesehen haben, zu bieten hat. Und auch eine Vogelwelt und eine Pflanzenwelt, die es nicht überall gibt. Die nächsten 12 Monate will Katrin mit anpacken beim Naturschutz. Nicht nur für sie wird es ein besonderes Jahr. Sechs Wochen später, noch immer stehen Teile der Wiesen unter Wasser. Doch seit Wochen hat es nicht mehr geregnet. Nach der Flut droht bald die Dürre. Aber lass uns noch mal schauen. Ja, gestern war der Wasserstand auch noch viel höher als heute. Das glaube ich. Überall das Gras wieder rauskommt. Ja, das geht rapide runter. Das ist echt krass. Katrin Hoffmann hat dieses Mal Verstärkung mitgebracht. Rebecca Lemp ist Geschäftsführerin bei Nordwest Natur. Gemeinsam wollen sie heute den allgemeinen Wasserstand kontrollieren und auch, welche Vogelarten jetzt im April zu sehen sind. Ja, Löffelenten sind, glaube ich, ein paar da. Ja, die habe ich auch gesehen. Das ist eine Graureihe und Schnatterenten. Aber Graugänse sind hier irgendwie jetzt gar keine. Wenn die Temperaturen jetzt wieder steigen und mit dem Wind, das zieht schon echt enorm raus. Also müssen wir mal gucken, wie lange wir hier das Wasser noch halten können. Wäre ja schade fürs Tupfelsumpfen. Für die Rallen wäre das, wär das schon schade. Von der Trockenheit bedroht, die Wasserralle. Zur Nahrungssuche braucht sie lockere, feuchte Böden, in denen sie herumstochern kann. Ohne ausreichend Wasser ist nicht nur ihr Nachwuchs bedroht. Diese sehr, sehr trockenen Frühjahre, das ist eine Herausforderung für uns. Und wir sind jetzt in der Ansiedlungs- und Aufzuchtphase der Bodenbrüter. Und das ist schon schwierig zu handeln, obwohl wir hier auch Möglichkeiten haben, zuzuwässern. Aber Wasser, das weg ist, kommt im Moment nicht wieder. Es ist einfach zu wenig Wasser da. Man sieht es auch hier an den Gräben, die sind alle schon ausgetrocknet und es kommt halt von oben nichts mehr nach. Da denkt man doch, überall müssten hier Frösche sein. Ja. Und man sieht keinen einzigen. Nee, man hört sie nur.
Ihr müsst irgendwo noch meinen Gummistiefel drin stecken. Wichtigste Aufgabe der beiden, der Schutz dieser Feuchtwiesen. Wenn es zu trocken wird, können sie aus mehreren Stauwehren Wasser von der Würme auf die Flächen umleiten. Doch der Flusspegelstand sinkt immer weiter und Regen ist nicht in Sicht. Boah, es geht aber echt weg. Ja, gut. So ist es. Ja, das geht echt mega runter. Die Naturschützerinnen wollen die Pegelstände ab jetzt noch öfter kontrollieren. Sie haben auch noch eine weitere Sorge. Als Naherholungsgebiet direkt neben der Großstadt locken die Würmewiesen jährlich viele tausend Besucher an. Um die besonders sensiblen Brutgebiete sollen die jedoch einen Bogen machen. Ich denke, wenn wir das hinhängen, dann wird noch mal klarer, warum der Weg tatsächlich gesperrt ist. Aber und dass das vielleicht auch ernst zu nehmen ist. Die Löcher passen nicht mit denen. Macht nichts. Ach, okay. Egal. Ja, genau. Wir setzen da im Moment noch lieber auf, wir informieren und versuchen Akzeptanz zu schaffen. Genau, wir versuchen es mal. Auf dieser Fläche lebt zum Beispiel der große Brachvogel, Kategorie 1 auf der roten Liste, also besonders stark bedroht. Das Fazit der heutigen Vogelzählung: Alle wesentlichen Zugvogelarten sind bereits zurück aus ihren Winterquartieren, so auch der Kiebitz. Ein Highlight für die beiden Naturschützerinnen und ein typischer Würmewiesenvogel. Ja, mal schauen, da haben wir auch, ist auch ein Kiebitz. Ja. Ist schon viel los. Hier so auf den Flächen. Ja. Wir sind hier im Prinzip in der Kernzone vom Naturschutzgebiet. Also das hier ist wirklich so der ganz, ganz geschützte Bereich. Und ich finde es auch wirklich interessant zu sehen, wie uns die Witterung hier auch wieder oberflächlich das Wasser rauszieht. Ne? Ja, wie hier nur durch den Wind, die Verdunstung und die Sonne, wie die Flächen hier schon abtrocknen. Ja, Wahnsinn. Der niedrige Wasserstand in den Wiesen hat die beiden überrascht. Noch fließt aus der Würme Wasser nach, aber das kann sich zum Sommer hin rapide ändern. Neben der Trockenheit gibt es auch noch eine andere Bedrohung. Und die geht von der Nordsee aus. Durch ihren Anschluss an die Weser wirken auch die Gezeiten Ebbe und Flut bis in die Würme hinein. Das war schon immer so. Durch die großen Weservertiefungen aber haben sich diese Effekte ins Extreme gewandelt. Zweimal täglich bringt der Tidenhub aus dem Meer Überschwemmung und Erosion an die Ufer der Würme. Mitte Mai. Die Wiesen, die im Winter überschwemmt waren, stehen jetzt in voller Blüte. Es sind Kuckuckslichtnelken. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, 10.000 ungefähr jetzt auf dem Hektar hier. Diese Art ist selten geworden im Nordwesten. Botaniker Raimund Kesel erforscht sie seit vielen Jahren und schafft das für Laien schier Unmögliche. Um sie zu zählen, nutzt er einen Trick. Da gehe ich so vor, dass ich erstmal gucke, wie viel sind 10? Wie groß ist so ein Patch mit 10? Wie viel ist dann 100? Und zähle dann die Hunderte, wenn es kleinere Bestände sind, oder schaue dann Tausender-Patches sozusagen, rechne die hoch. Wenn man hier anfängt, also hat man hier auf so einem kleinen Patch schon 10. Die 100 ist das etwa 1 Quadratmeter. Und dann hätte man 10 Quadratmeter, wären etwa 1000. Und wenn man dann die 100 mal 100 abschätzt, kommt man hier schon auf fast 10.000 oder so. 5 wichtige botanische Arten gibt es hier, darunter das besonders seltene Sumpfläusekraut. Jetzt aber im Mai dominiert die Kuckuckslichtnelke. Sie braucht die Überflutung im Winter, um im Frühjahr zu blühen. Ja, eine Kuckuckslichtnelke kann man schön jetzt dran erkennen, diese ganz feinen, zerschlitzten Blütenblätter. Andere Lichtnelken haben das also nicht.
sie steht vor allem im Feuchten, im Feuchtgrünland, im Nassgrünland mit drinne. Mag es gern ein bisschen lückig zwischen den Gräsern, wenn man hier so dazwischen gibt. Man sieht hier den Boden. Sie geht dann nicht auf Flächen, wo da unten keine freien Stellen oder so sind. Das konnte ich im Laufe der Jahre sozusagen dann sehen. Also woran liegt das, dass jetzt hier so viele sind und waren das ganz wenige nur. Auf rund 60.000 Pflanzen kommt Raimund Kesel dieses Jahr. Ziemlich genau so viele wie im Vorjahr. Seine Zahlen dienen dazu, die richtigen Schutzmaßnahmen zu treffen. Zum Beispiel, ob und wie viel bewässert werden muss. Und wann die Wiesen gemäht werden können. Das ist für mich auch eine persönliche Geschichte. Bin schon seit langem mit dem Gebiet verbunden und sehe die Entwicklung, kann die nachvollziehen. Einmal als Wissenschaftler zu sehen, wie das alles zusammenhängt, warum sich solche Muster hier ergeben. Und zum anderen zu sehen, dass ich also damit zu beitragen konnte in den letzten 20 Jahren mindestens hier, dass diese Art der Vielfalt hier erhalten werden konnte. Der Kuckuck gab der Nelke übrigens ihren Namen, weil er dann besonders laut zu hören ist, wenn sie blüht. Die saftigen Blüten sind aber auch ein Leckerbissen für Mutter Reh, die ihren Nachwuchs im hohen Wiesengras bekommen hat. Hier ist das Kitz zumindest eine Zeit lang sicher. Das ändert sich jedoch, sobald die Heuernte ansteht. Es ist Juli, 4 Uhr morgens. Moin. Matthias. Läufer 1. Steht 1? Ja, das. Ich sag's dir. Ja, ihr seid ja gut ausgerüstet. Ja, kriegst du auch wohl gleich noch. Hier treffen sich Naturschützer, Bauern, Jäger und Drohnenpiloten zu einer besonderen Premiere in den Würmewiesen. Rehkitz-Rettung mit Luftunterstützung. Friedhelm Schumacher ist heute früh mit von der Partie. Immerhin ist dies sein Land. Als Öko-Viehwirt bewirtschaftet er einige Wiesen und Weiden an der Würme, so wie seine Vorfahren schon vor rund 500 Jahren. Wir wollen die Fläche hier mähen und die wird jetzt vorher mit einer Drohne überflogen, mit Wärmebildkamera, und wir schauen halt, ob da noch Kitze drin sind, dass wir die nicht tot mähen. Und das ist für uns auch das erste Mal mit der Drohne. Wir marschieren sonst eigentlich vorher einmal mit Helfern durch. Ja, und das ist für uns dann halt ein sichereres Gefühl, das vorher abgesucht zu haben. Ne? Die Genehmigung für den Drohneneinsatz kam von Rebecca Lemp von der Stiftung Nordwest Natur. Das ist ein spannendes Experiment. Und die Frage ist eben, wofür kann man Wärmebilddrohnen insgesamt einsetzen? Also geht das nur zur Rehkitzsuche? Geht das auch für andere Themen? Schauen wir mal. Wir haben das hier noch nie gemacht. Rehkitze, wo das Gras hoch ist, die liegen überall, ne? Ja, und das ist generell ein Problem, gerade wenn die noch so klein sind und keinen Fluchtinstinkt haben und sich dann ducken, anstatt wegzulaufen, dann ist eben, muss man gut gucken. Ja. Ich mache mal kurz eben eine Einweisung für alle, die jetzt ins Feld gehen. Wenn ich etwas sehe gleich, dann sage ich dann, bitte Läufer zur Drohne. So, dann geht einer der Läufer, der als nächstes in der Nähe der Drohne ist, auf die Drohne zu, weil dort dann eine Wärmesignatur gefunden wurde. Und dann sagt man eben, Läufer 1 geht zur Drohne. Moment, wie funktioniert das hier? Du einfach auf den Knopf an der Seite, auf diesen großen, über dem roten, da. Ja. Und dann sagst du, Läufer, du bist Läufer 1. Ja. Drück mal drauf, Läufer 1 geht zur Drohne. Läufer 1 geht zur Drohne. Ja, genau. Okay, Läufer 1 geht zur Drohne. So, und dann gehst du zur Drohne und dann sagst du, okay, Rehkitz gefunden. Das Gras ist nass und kalt vom Tau. Darum starten sie auch so früh am Tag, weil nur so die Drohnenkamera warme Tierkörper im Gras überhaupt erkennen kann. Ich laufe dir hinterher, Friedhelm. Genau. Du bist hier zu Hause. Hier, das ist die eine Grenze und drüben, ja. Das siehst du ungefähr. Ja, 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 nee, nee, ist klar. Nass ist es überall. Aus der Luft spürt die Wärmebildkamera alles auf, was sich vom kaltfeuchten Gras abhebt.
Doch die Läufer müssen sich beeilen, bevor die Sonne aufgeht und den Boden erwärmt. Moment, Moment. Da ist was, da ist was, da ist was. Da ist ein Punkt. So, bitte, Läufer zur Drohne. Da ist eine weiße Wärmesignatur. Ja, Läufer 1 geht zur Drohne. So, noch 10 Meter geradeaus, 5 Meter noch. So, einmal Stopp, einmal Stopp. Jetzt den rechten Arm ausstrecken. So, und jetzt in Richtung Arm bitte 3 Meter geradeaus laufen. Stopp! Ja, das war ein Fasan. Da lag ein Tier. Da ist noch. Ah, es war eine Fasanenne. Ich guck mal eben. Ja, da unten gesessen sind keine Eier. Okay, Drohne fliegt weiter. Die Zeit läuft gegen sie. Mit jeder Minute wird es wärmer. Erste Wiese fertig, kein Tier gefunden, also kann gemäht werden. Jetzt müssen sie noch die zweite Wiese absuchen. Doch es bleibt höchstens noch eine Stunde Zeit, bis es zu warm ist. Doch die Technik hat ihre Tücken. Was genau sich dort im Gras versteckt, ist manchmal ein Ratespiel. So, bitte einmal kurz zur Drohne. Alles klar, ich geh los. Da sind 4 bis 5 Tiere. Die bewegen sich auch ganz fleißig. Es sind aber keine Rehe, sondern Nutria, aus Südamerika stammende Biberratten. Auf den Würmewiesen und ihren Tümpeln fühlen sie sich wohl. Willkommen sind sie hier nicht. Nutria ist ja hier ein Problem geworden. Die bauen ihre Höhlen praktisch in die Ufer rein. Und auch die Deiche bringen die halt in Gefahr hier. Ne? Also Nutria ist so ein bisschen Staatsfeind hier. Ne? Fazit des Einsatzes an diesem Morgen. Rehkitze mussten nicht gerettet werden. Die Maat kann beginnen. Wir haben also, können die ganze Fläche abmähen und brauchen auf nichts achten mehr. Ich denke, ist gut. Das ist tatsächlich jetzt ja auch ein bisschen ein Test gewesen, ein Experiment. Wie geht das? Was sieht man? Funktioniert das auch mit dem Aufwuchs? Der ist ja wirklich hoch, der geht mir ja teilweise bis hier. Also ja, das ist schon anspruchsvoll hier. Ob die Naturschützerin vor der nächsten Maat wieder eine Drohne anfordert, weiß sie noch nicht. Der Haken, die Drohne erkennt zwar, ob sich etwas im Gras versteckt, aber nicht was. Während sein Sohn Enno die Wiese mäht, kann sich Friedhelm Schumacher endlich um seine Rinder kümmern. Heute sollen sie nämlich umziehen, von einer auf die andere Wiese. Komm mal her, komm! Komm mal her, komm! Komm mal her, komm! Mit seiner Herde betreibt Friedhelm Schumacher Landschaftsschutz auf 115 Hektar hier in der Würmeniederung. Die wissen, dass es weitergeht, ne? Das kennen die. Ich arbeite ja ständig mit denen und die kennen meine Stimme halt, ne? So, komm her, komm! Komm, 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 komm! Bilderbuchmäßig, alle rüber, ne? Wunderbar. Das sind jetzt die, die nicht mitgekommen sind. Die werden jetzt irgendwie über Nacht, holen die Mütter die nach. Das ist also kein Problem. Wir lassen das so offen und dann werden die morgen wohl alle rüber sein. Hoffe ich. Die lernen ja jetzt schon. Es ist eine Mutterkuhherde mit Deckbulle und Kälbern. Sie sichern der Familie Schumacher das Einkommen. Ja, komm du mal her, du bist doch ganz arm. Also ein paar sind dabei, die kann man auch mal kraulen. Und das ist eine davon. Der Auftrag der Kuh ist, jedes Jahr ein Kalb aufzuziehen.
Wir füttern die dann weiter bis 2, 2,5 Jahre, bis zur Schlachtreife und versuchen möglichst viele über den Hof direkt an den Endkunden zu vermarkten in Biolandqualität. Seit 1534 wohnt und wirtschaftet die Familie Schumacher direkt an der Würme. Das alte Hauptgebäude ist jedoch nicht mehr zu retten. Ja, das ist mein Elternhaus, altes Fachwerkhaus, Wohnwirtschaftsgebäude. Haben wir früher mit 7 Leuten drin gewohnt und noch mal 20 Rinder da drin und 2 Pferdeboxen. Ja, geht ein Stück Geschichte dahin, ne? Das ist schon ein komisches Gefühl im Moment. Ja, das war mein Kinderzimmer da oben. Ja. Kann man sich noch erinnern, im Winter war es kalt, genauso kalt wie draußen eigentlich da drin oben. Das war nicht viel isoliert und ja, ging. Mittlerweile haben es die Schumachers etwas komfortabler. Von ihrem neuen Haus haben sie die Würme und ihre Wiesen immer im Blick. Spätsommer, noch immer ist es sehr trocken. Die Naturschützer wollen prüfen, ob der Wasserpegel noch hoch genug ist. Kann man kaum erkennen, sollten wir mal wieder reinigen. 290, 285 in dem Bereich. Also können wir los. Brunner Oertel und Katrin Hoffmann von der Stiftung Nordwest Natur zieht es heute mit dem Kanu zu einer Kontrollfahrt raus aufs Wasser. Denn die Stiftung bietet auch Touren an. Die Herausforderung ist, wir wollen ja, wenn wir mit dem Boot in der Natur sind, beim naturnahen Fluss vor allem, immer ein bisschen Wasser unterm Kiel haben. So viel, dass wir die Libellen nicht kaputt fahren und dass wir mit dem Boot gut ohne Bodenberührung dadurch kommen. Okay, das hier packen wir gleich rein, ne, wenn es unten ist, oder? Ja, sonst denke ist es noch schon, schwerer. Ne? Dann können wir starten. Ne? Für Katrin ist dies die dritte Tour auf der Würme, seit sie in der Stiftung mit an Bord ist. Gunnar und sie wollen heute nicht nur den Wasserstand kontrollieren, sondern auch, wie die Böschung bewachsen und wie sauber der Fluss ist. Okay. Erster Mülleinsatz. Und stoppen. Uah. Ja, aber wir müssen ja auch darüber. Irgendwie. Wir holen das Müllteil da raus. Und das ist immer eine kleine Herausforderung. Am besten man. Aber ich habe den Greifer auch hier, ne? Ja, und ich habe das Teil da. Na, warte, dann kann ich es auch mit der Hand machen. Wir sind natürlich immer auf der Suche nach Pfandflaschen. Aber leider gibt es auch Tetra-Pack, wo es keinen Pfand für gibt. Ich habe auch einen Müllbeutel dabei. Aktion erfolgreich beendet. Müllteil 1 im Boot. Geht weiter. Okay. Ab den 1920er Jahren wurden hunderte Kilometer Wasserläufe begradigt. Zugleich wurde auf angrenzenden Feldern die Landwirtschaft intensiviert, Ackerbau statt Feuchtwiesen. Dadurch veränderte sich die Gewässerlandschaft an der Würme massiv. Mitte der 80er Jahre kam die Trendwende und hier an ihrem Nordarm wurden die natürlichen Flussuferzonen wiederhergestellt. Heute ein Modell für erfolgreiche Gewässerrenaturierung. So, haben wir. Sehr gut. Außerhalb von Norddeutschland ist die Würme jedoch weniger bekannt. Noch. Ich finde das schön. Bei uns gibt es ja nur den Rhein. Und das ist natürlich was ganz anderes, weil der ist ja, also da ist mit Naturerleben nicht ganz so viel los. Und von daher finde ich das total schön. Und man sieht die Natur mal aus einer anderen Perspektive. Wir sind hier nämlich gerade direkt auf der Landesgrenze. Links siehst du Niedersachsen, rechts ist Bremen. Und wenn uns jetzt was auffällt, dann ist wichtig, wenn wir mit dem Deichverband sprechen oder mit dem Unterhaltungsverband aus Fischerhude, dass wir wissen, wen wir dann ansprechen. Zum Beispiel, dass das hier alles gerodet wurde. Das sehe ich jetzt zum ersten Mal. Da sollten wir mal ein Belegfoto machen. Ich versuche mal langsam zu fahren. Und da würde ich gerne mal hinterhergehen, warum eigentlich das so radikal zurückgeschnitten wurde.
Eine der Hauptaufgaben der Naturschützer ist die Dokumentation per Foto oder Bericht. Auf diesen bauen viele ihre späteren Schutzmaßnahmen auf. Bist du bereit, Gunnar? Ja, irgendwie. Boah, das ist nicht einfach hier. Okay? Ja. Dies ist der Lebensraum von seltenen Arten wie Eisvogel oder Bachneunauge. Für Freizeitpaddler gelten darum auf der Wümme feste Regeln, damit sie die besonderen Arten nicht weiter gefährden. Ja, das hier ist so eine Ecke, wo sich der Fischotter auch richtig wohlfühlt. Und dieser Nebenarm, der ist eigentlich mit dem Fischotter konzipiert worden. Damals war das alles Planung zum Fischotterschutz. Als wir vorhin hängen geblieben sind an diesen Baumwurzeln, das war so ein Beispiel, wo Wasser und Landschaft sich umarmen quasi. Und wir sind gerade gut noch durchgekommen. Heute haben sie vergleichsweise wenig Müll rausgefischt, gerade mal eine Handvoll Getränkeverpackungen. Und auch beim Wasserstand war alles noch so weit in Ordnung, dass weiteren Kanutouren nichts im Weg stehen dürfte. Ich bin ja jetzt auch ein paar Monate da nicht gewesen. Zwischen dem Startpunkt und hier war doch sehr viel Abwechslung, wo man auch Naturschutz und Fluss gut dran zeigen kann. Oktober. Der Herbst bringt den Regen zurück. Für die trockenen Wiesen eine Erlösung. Gunnar, Rebecca und Katrin zieht es heute noch einmal ans Wümmeufer. Hinter Schilf und Gebüsch versteckt liegen ein Fähranleger und eine Gaststätte. Den Pfad dorthin müssen sie sich jedoch mit der Motorsense freischneiden. Dieser Weg ist jetzt wegen Corona einige Monate zugewachsen, weil die Gaststätte ihre Fähre nicht betreiben konnte. Und der Weg führt da zu dieser Fähre. Und ich denke mal, wir sollten jetzt vor allem auf der linken Seite, so wo Äste reinragen, das Schilf ist vielleicht zweitrangig, da so ein Stück freischneiden, auch mit ein bisschen Schwung, damit wir im nächsten Frühjahr für die Leute, die langlaufen wollen, das wieder komfortabel hergerichtet haben, ne? Die große Hauptsorge der Naturschützer ist jedoch nach wie vor der Tidenhub der Nordsee. Seit der Weservertiefung wirken Ebbe und Flut immer stärker auf die Wümme ein und zerstören hier die Natur. Ich zeig mal ganz kurz mit dem Zollstock, was eigentlich 2 Meter sind, weil die meisten können sich gar nicht vorstellen, sagen 2 Meter, 1 Meter, 3 Meter, auch egal. Aber 2 Meter, das ist mehr als ich groß bin. Und das haben wir jeden Tag hier unterhalb an Ebbe und Flutbewegung, also Tidenhub. Und das passt nicht zu den Pflanzen und Tieren, die hier hingehören. Die Wümme ist was ganz Besonderes. Diese Flusswindung haben wir nirgendwo sonst noch in Norddeutschland. Und deswegen ist uns hier so dran gelegen. Also ganz viel Potenzial, wertvolle Natur. Aber durch diese Ebbe und Flut geht uns vieles kaputt. Für den Naturschutz an der Wümme war es ein Jahr großer Herausforderungen. Vom Winterhochwasser bis zur Sommertrockenheit. Und die Naturschützer wollen auch in Zukunft mit kleinen Schritten und ihren Beobachtungen dazu beitragen, dass dieses Naturparadies erhalten bleibt.